So, da bin ich wieder. Das Spiel ist gerade mal wieder abgestürzt. Also wirklich stabil läuft es scheinbar nach 500 Millionen Updates immer noch nicht. Ich habe jetzt allerdings mal die automatische Speicherzeit auf 5 Minuten runtergesetzt. Das heißt, wir verlieren quasi nichts. Beziehungsweise höchstens 5 Minuten, falls das Spiel wieder abstürzt. Ja, das sollte ein Grund sein, glücklich zu sein. Da. So. Mit Banditen das Leben zu treiben wir, ja? Treiben musst du, Alter, schwer, ja? Wir zahlen jeden Preis. Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Bedien dich mal, Junge. Ich kann so eine öffnen. Ah. Ja, guck mal. Es liegt Frost in der Luft. Die Kälte wird meiner Ernte nicht gut tun. Ich verkaufe Kartoffeln. Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Kartoffeln für Geld, das ist gut. 8 Gold, 8 Kartoffeln. Ah, nicht so der gute Deal, aber den Kohle kannst du auch haben. Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Ihr solltet mal Gemüse bei Carlottas Stamm kaufen. Kohle ist schon besser. Das meiste davon stammt von meinem Hof. Nee, ich meine, ich verkaufe dir doch den Scheiß und... ne? Warum soll ich das dann nochmal irgendwie wieder zurückkaufen für mehr Geld? Das ist doch Quatsch. Völlig unwirtschaftlich. Aber jetzt möchte ich nicht zu treiben, ja? Hopp. Hier wird treiben, wir. Der da, oder was? Das ist mein treiben, wir, ja? Pferd von 111.952, gut. Kann ich das auch umbenennen, oder wie? Hat doch gesagt, ich kann das nennen, wie ich will. Also auf jeden Fall treiben wir, ja? Und treiben wir kann springen, ja? Schwer. So, ich brauche mal eine Karte hier. Da müssen wir hin. Drachenfest, ja, da waren wir doch gerade. Richtig? Richtig, was ist das hier? Markierter Ort, den wollte ich nicht. Mach weg. Da. Schnell, ja. Schnell nach Drachenfest reisen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Weil ich da ja schon war. So. Mal rein hier in den Puff. Aha. Gar nichts. Mein Herr, bitte. Dies ist nicht die Zeit. Was soll diese Unterbrechung? Weiß ich nicht. Jarl Balgrove empfängt keine Besucher. Und wer ist das? Ich bin ich. Nachricht von Helgen. Das erklärt, warum die Wachen euch hineingelassen haben. Haben die das? Der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Interessant. Das ist der da, ne? Ihr wart also in Helgen. Ja. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen. Richtig. Ja, die hatte ich tatsächlich. Also, super Aussicht, während die Kaiserlichen versucht haben, mir den Kopf abzuhacken. Wirklich? Ihr sprecht ja recht offen über eure kriminelle Vergangenheit. Ist das so? Es geht mich nichts an, wen die Kaiserlichen hinrichten wollen. Insbesondere jetzt. Was ich wissen will, ist, was genau ist in Helgen passiert? Helgen zerstört. Das letzte, was ich sah, war, dass in diese Richtung flog. Ist mir. Irelet hatte recht. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr, wenn dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfriks Seite schlagen und ihn angreifen werden. Genug! Wir sollten nicht... Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Irilet, schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Ha, Schwuchtel. Bitte entschuldigt mich. Ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Ja, verpiss dich ruhig mal. Das wäre wohl das Beste. Komm, kusch. Gut gemacht. Bitte. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen.
Und das werde ich euch nicht vergessen. Das ist schön. Hier. Geld? Bitte nehmt dies als kleines Zeichen. Kaiserliche Rüstung. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Aha. Kommt. Begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauberer. Ja, das hört sich gut an. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Okay. Dann geh mal vor, Keule. Den könnte ich sogar jetzt hier voll einen wegklauen. Würde ihn überhaupt nicht interessieren, oder was? Interessant. Soll er vielleicht gleich mal machen, den ganzen Scheiß verticken. Stehlen. Ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Nur zu. Weiht ihn in alle Einzelheiten ein. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Ja, ich bin nämlich cool. Natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Okay. Und mit besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet. Kein Ding, die vielleicht gar nicht dort ist. Ah, dann besser geht's ja gar nicht. In Ordnung. Ihr kommt gleich zur Sache, was? Richtig. Keine Fragen nach dem Wie oder dem Was. Das gefällt mir. Konnte ich die denn steuern? Soll sich eure Auftraggeber mit den Einzelheiten plagen, was? Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz Hügelgrab liegen soll. Da war ich doch schon. Ein Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ölsturz Hügelgrabes. War ich da nicht? Findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Da war ich doch, oder nicht? Ja. Ah, der Drachenstein aus dem Ölsturz Hügelgrab. Ja, ja, ihr habt war ihn ich schon ja gefunden. Schon. Natürlich. Ihr seid wirklich aus einem anderen Holz geschnitzt als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Was ist mit meiner Belohnung? Das müsst ihr mit dem Jarl klären. Oder mit seinem Vogt, Aveniki. Einer von beiden wird euch sicher angemessen belohnen. Das ist ja auch schon mal was. Das war jetzt alles, was du hier zu tun hast, oder wie? Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Nee, ich wüsste gerne, wie das Verzaubern läuft. Ihr müsst anfangen, indem ihr eine Verzauberung erlernt. Ja? Nehmt eine verzauberte Waffe oder ein verzaubertes Rüstungsteil, dann nutzt den arkanen Verzauberer, um deren Geheimnis zu lernen. Okay. Der Gegenstand wird dabei zerstört, also seid vorsichtig. Sobald ihr eine Verzauberung kennt, braucht ihr einen gefüllten Seelenstein. Und etwas, was ihr verzaubern könnt. Ja. Auch dafür benutzt ihr den arkanen Verzauberer. Natürlich, ich habe alles im Angebot, was ihr braucht, wenn ihr das Geld dafür habt. Ich hab Geld. Ich glaube schon, ja. Kannst zaubern oder was, Junge? Natürlich. Es gibt in der Stadt auch einen Priester, eine Priesterin, einen Alchemisten und vermutlich noch andere, die sich der Magie bedienen. Ach, wo wir gerade von Alchemisten sprechen. Ich habe Frostsalze für Arcadia. Sie braucht sie für einen ihrer Zaubertränke und bat mich, sie ihr zu besorgen. Wärt ihr vielleicht so nett, ihr die Frostsalze zu bringen? Arcadia wird euch sicher dafür belohnen. Ja, ausnahmsweise mache ich. Gut. Ihr eignet euch eindeutig besser als ich für eine so niedrige Tätigkeit. Ganz schön hochnäsig, der Typ. Ihr seid ein angehender Schüler? Nun, natürlich. Ich bin leider kein besonders guter Lehrer. Warum versucht ihr euer Glück nicht an der Akademie von Winterfeste? Seid ihr den Drachen begegnet? Leider nicht. Meine Arbeit lässt mir kaum eine Gelegenheit für derartige Abenteuer. Vielleicht bringt ja eines Tages ein Held einen Drachen nach Drachenfeste, wie es einst Olaf Einauge tat. Der Olaf. Das wäre absolut faszinierend. Kaiser verpflichtet? Wenn ich euch sagte, dass dies eine lästige Frage ist, würdet ihr wohl verstehen, was ich damit ausdrücken will? Vermutlich nicht. Solange man mich in Ruhe meiner Forschungsarbeit nachgehen lässt, kümmert es mich nicht, wer die Befehle gibt. Aber ich bin ein vielbeschäftigter Mann und eure sinnlosen Fragen langweilen mich zu Tode. Lebt wohl. Fahren da. Netter Typ. Ihr müsst sofort kommen. Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden. Ihr solltet auch kommen. Okay. Ein Drache, wie spannend. Wo wurde er gesehen? Was hat er getan? Schwuchtel. Ich an eurer Stelle würde das ein wenig ernster nehmen. Wenn ein Drache Weißlauf angreift, können wir ihn vielleicht nicht aufhalten. Dann mal los. Erzähl mal, Keule. Noch nicht.
Iridet hat mir erzählt, ihr kommt vom westlichen Wachturm. Ja, mein Herr. Sagt ihm, was ihr mir gesagt habt über den Drachen. Nun, das ist wahr. Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen sehen. Er war so schnell. Schneller als alles, was ich je zuvor gesehen habe. Was macht er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Luft, als ich floh. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt. Ich war mir sicher, dass er mich verfolgen würde. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Irilet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut, enttäuscht mich nicht. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Ich möchte, dass ihr Irilet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Mach ich. Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Farengar den Drachenstein besorgt habt. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Oh. Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Ich sollte mitkommen. Ich würde diesen Drachen nur zu gerne sehen. Nein. Ich kann es mir nicht leisten. Geht hier alles gerade viel zu schnell. Objekte, Waffen. Was habe ich denn jetzt gekriegt hier? Spitzhacke, Eisenpfeil. Der hat schon eine Waffenkammer erzählt. Ach so ein Bullshit, leck mich doch. Euch beide zu verlieren.